Herr Präsident, meine Damen und Herren, um ganz vorneweg was zu klären zum Thema Schwarz-Grün in Hessen. Ist es so, dass dort der Ministerpräsident mit der Richtlinienkompetenz ein Schwarzer und kein Grüner ist? Und da tatsächlich von uns gewusst wird, wer Koch und wer Kellner ist, nicht wie bei Ihnen, wo der Hund nicht mit dem Schwanz, sondern der Schwanz mit dem Hund wedelt. So, Frau Seibelt, und nun zu Ihnen. Und nun zu Ihnen, Frau Seibelt. Es wäre schön, wenn das etwas ruhiger wäre hier. Meine Damen und Herren, also ich bitte doch jetzt wirklich noch mal Disziplin zu wahren. Sie haben, ist, ja, Sie haben die Frage gestellt, warum denn bei nahezu gleichen Rechten man jetzt auch noch das von der, warum man da auch noch von der Ehe sprechen möchte, weil die Rechte ja fast die gleichen sind, ob das nicht Symbolik wäre. Die Frage kann ich Ihnen umgekehrt genauso stellen, liebe Frau Seibelt. Warum eigentlich bei gleichen Rechten nicht zugestehen, von Ehe zu sprechen? Ist das nicht eher eine Symbolpolitik auf Ihrer Seite, frage ich da. Und Menschen das Recht zu verwehren, die Person zu heiraten, die sie lieben, und zu einigen anderen ihrer Ausführungen hat Ihr Parteikollege Jens Spahn das Nötigste gesagt. Sie beleidigen damit das Leben und das Lieben von Schwulen und Lesben in Deutschland und das ihrer Familien. Das müssen Sie aber in Ihrer Partei klären. Und Sie liegen einem weiteren Irrtum auf. Sie haben gesagt, wir hätten ja vielleicht Angst, das muss alles so hoppla hopp gehen, weil je länger sich in der Gesellschaft damit beschäftigt, vielleicht würde da ja irgendwas rauskommen, was denjenigen nicht passt, die hier den Antrag eingebracht haben. Liebe Frau Seibelt, gucken Sie sich einfach die letzten 25 Jahre an. Je länger sich diese Gesellschaft damit beschäftigt hat, desto gleichstellungsfreundlicher ist sie geworden. Vor 14 Jahren die eingetragene Lebenspartnerschaft im Deutschen Bundestag. Das Bundesverfassungsgericht der letzten Jahre Schritt für Schritt die rechtliche Gleichstellung vorangetrieben, die blockiert wurde von Ihrer CDU im Bund. Heute müssen Sie doch eigentlich erkennen, dass Sie von der Realität überholt worden sind und da nur noch hinterherlaufen. Und ich glaube, ab dem heutigen Tag Sie mögen glauben, sich mit der Mitgliederbefragung über den heutigen Tag gerettet zu haben, aber Sie werden nicht drum herum kommen, und das sage ich auch in Richtung von Herrn Henkel, sich zu positionieren. Spätestens bei der Mitgliederbefragung werden Sie sagen müssen, wo Sie stehen in dieser Frage, lieber Herr Henkel, und da werden Sie sich nicht mehr wegducken können. Vielleicht ist es auch nach dem Wahlparteitag vom Samstag ja schon so weit, dass wir Ihre Meinung in dieser Frage erfahren werden. Aber in Sachen Großstadtpolitik kann ich nur sagen, das Wort können Sie einfach mal einmotten, das nimmt Ihnen ab heute keiner mehr ab. Und das Traurigste ist, die SPD macht da offensichtlich auch noch mit.